Ja, Eddie, das war heute ein sehr, sehr wichtiger Auswärtssieg, 1:3 gegen Rapid. Du standst wieder seit gefühlten Ewigkeiten im Tor. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, das war ein sehr tolles Gefühl. Es war richtig Spaß, wieder im Tor zu stehen. Und ja, das war eine harte Partie für uns, die ganze Mannschaft. Aber wir haben das durchgezogen und mit 3-1 gewonnen. Das war sehr, sehr schön. Wieso war man in der ersten Halbzeit so nervös, schleißig beim Spielaufbau? Im Vergleich zum WRC war das eine ganz andere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja, aber Rapid ist auch eine gute Mannschaft, das muss ich sagen. WRC auch. Aber sie sind gut gestanden. Ja, das kann ich auch sagen. Mein Gefühl auch, dass wir waren ein bisschen vorsichtiger am Anfang. Und damit haben sind die Rapidler dann das Spiel ein bisschen in den Griff gehabt. Aber das war keine Panik von unserer Seite. Wir können auch verteidigen und sie an den Ball haben, aber ja, also ganzes Spiel haben wir das Gefühl, ihr habt sowieso, dass sie sind sehr gut positioniert und wir haben wirklich ein bisschen Schwierigkeit, unser Spiel zu spielen, aber ja, und insgesamt sind wir wirklich sehr geduldig geworden, das ganze Spiel, und dann haben wir auch 3 Tore geschossen. Nach dem Tor, das man bekommen hat, hast du dann geglaubt, aber jetzt kriegen wir noch eins, oder? Na, also eigentlich finde ich auch, das Tor, was sie gemacht hat, kommt also nichts eigentlich. Das ist von uns nicht so gut verteidigt, aber das kann passieren, das ist Fußball. Aber wir haben wieder gezeigt, welche starke Mannschaft wir haben, haben das Spiel gedreht. Und 3-1 auswärts hier in Hütteldorf, das ist nicht leicht, finde ich. Aber wir haben das sehr gut getan, finde ich. Ja, nicht leicht wird es morgen. Hoffentlich die Austria auch nicht haben. Jetzt sind es nur mal 3 Punkte. Wer hätte das gedacht, nachdem man 13 Punkte Rückstand hatte? Jetzt ist noch alles möglich, oder? Ja, also wir wissen schon, welche gute Mannschaft wir haben. Wir haben sehr starke Spieler in unserer Mannschaft. Und ja, wenn das gut läuft, dann läuft es auch. Aber wir müssen auf uns konzentrieren. Und was morgen passiert, ja, das wäre top, wenn sie verliert. Aber für uns geht es sich um, dass wir müssen unsere Spiele gewinnen. Danke. Okay.